Verwendest du WordPress, dann kennst du die WordPress-Plugin-Funktionen, fragst dich vielleicht, was sind die wichtigsten Plugins, was sind die besten Plugins für WordPress. Und ich habe dir jetzt eine Liste von 19 wichtigen Plugins, die du installieren kannst auf deiner Website. Ich freue mich auf Nummer 9 ganz besonders, aber gehen wir der Reihe nach. Plugin Nummer 1, jetzt keine bestimmte Reihenfolge, aber Yoast SEO, sehr bekanntes Plugin, aber gibt auch andere wie zum Beispiel Rank Math. WordPress von Hause aus hat nicht die besten SEO-Funktionen eingebaut, aber wenn du jetzt Yoast SEO installierst, dann kommt da ein kleines Ampelsystem mit Rot, Gelb, Grün. Und viele Leute verlieren sich dann in diesem Ampelsystem. Und meine Empfehlung an dich, und das ist ein Thema für ein anderes Video, ignoriere dieses Ampelsystem erstmal und verwende die Zeit, die du da gewinnst, sehr viel Zeit dafür, SEO, Suchmaschinenoptimierung, etwas besser kennenzulernen. Dann weißt du nämlich, weshalb ich dir das anrate. Okay, Plugin Nummer 2. Wenn du eine Website hast, ob das jetzt WordPress ist oder eine andere Website, dann gibt es ein paar Dinge, da musst du dir Gedanken machen darüber. Einerseits Sicherheit. Auch wenn du eine Wix-Website hast, irgendjemand muss sich Gedanken machen für die Sicherheit deiner Website. Oder wenn du irgendwo deine Website hast, irgendjemand muss sich Gedanken machen zur Sicherheit. Und wenn du jetzt WordPress selbst installiert hast, dann ist diese Person du. Oder eine zuständige Webbetreuerin oder Webbetreuer. Da gibt es ein Plugin WordFence. Kannst du kostenlos installieren, das einiges abdeckt rund um die Sicherheit deiner Website. Das heißt aber auch nicht unbedingt, dass du das nur installieren kannst und alles ist erledigt. Trotzdem noch ein bisschen mitdenken. Aber was du verhindern willst, ist, dass Schadcode in deine Website reinkommt, dass Leute mit schlechten Absichten sich einloggen können bei dir und so weiter. Trotzdem musst du die regelmäßigen Sicherheitsupdates durchführen und Backups auch machen. Nächstes Plugin, Autoptimize. Das ist ein kostenloses Plugin, das für Optimierung der Performance deiner Website zuständig ist. Oder WP Rocket, das finde ich ein bisschen besser. Aber ist nicht kostenlos. Wenn du interessiert bist an WP Rocket, dann schreib mir einen Kommentar oder auf meiner Website eine Nachricht und ich kann dir da wahrscheinlich eine günstigere Lösung zeigen für WordPress, WP Rocket. Gut, nächster Plugin: WP Migration All-in-One. Super cooles kleines Plugin, das dir hilft, wenn du eine Entwicklungsumgebung hast, wenn du irgendwo eine Testversion deiner Website hast, zum Beispiel, weil du eine neue Version baust oder jemand für dich eine neue Web-Version baut, da kannst du sehr schnell ein Backup und sehr einfach ein Backup davon machen und auf deiner Live-Umgebung, da wo deine echte Website ist, dann hochspielen. Ich empfehle es nicht, wenn du wirklich keine Ahnung hast von Datenbanken und Websites. Aber in diesem Fall solltest du wirklich auch nicht selbst ganz alleine deine Website betreuen. Da brauchst du dann Unterstützung darin, wenn du das nicht hast, melde dich eben bei mir. Nächstes Plugin, das ist ein bisschen umstritten vielleicht, aber WordPress hat gewisse Limitationen im ganzen Design und das kann man mit Themes abdecken, die dann sehr viele Funktionen bereitstellen und entsprechend auch ein bisschen die Website verlangsamen. Oder es gibt solche Page Builders, da ist zum Beispiel WP Bakery ein bekanntes oder Beaver Builder oder eben Elementor und Elementor Pro. Ich empfehle Elementor, Elementor Pro. Alle sind gut und bei allen gilt, du musst dir ein bisschen Gedanken machen, für welche Funktionen, für welche Inhalte deiner Website du solche Page Builder Plugins einsetzt. Die Idee von denen ist, dass du mit Drag and Drop deine Website gestalten kannst,
bisschen wie in Wix. Das Problem ist, dass du zu viel davon tun kannst. Einerseits kann das deine Website verlangsamen, was dann auch für deine Besucher schlecht ist und für Google dann auch schlecht ist im zweiten Schritt. Und andererseits, dass du dich in eine Sackgasse reiten kannst, aus der du fast nicht mehr rauskommst. Und zwar besteht deine Website aus Seiten, das sind Dinge wie zum Beispiel über mich, die Kontaktseite, Impressum, nur ein paar Seiten. Und dann, wenn du Content Marketing betreibst, also wirklich in Google gut gefunden werden willst, dann hast du sogenannte Beiträge, da veröffentlichst du Artikel regelmäßig. Diese Artikel solltest du nie mit einem Page-Builder schön machen. Nie deine regelmäßigen Blogartikel oder Fachartikel mit Page-Builder umsetzen. Du willst vielleicht auch, dass Leute dich kontaktieren können ab deiner Website und das bietet WordPress nicht so wirklich von Haus aus. Dafür verwende ich das Plugin Contact Form 7, ein weit verbreitetes Plugin. Gibt auch andere wie Gravity Forms, aber Contact Form 7 ist in meinem Fall und sehr häufig genügend. Häufig kommt vor, dass du irgendwo im Header-Bereich noch ein Verifizierungsskript oder eine Zeile einbauen musst oder irgendwo noch zusätzliche Codes einbinden musst auf deiner Website, auch aus irgendwelchen Gründen. Dafür verwende ich das Plugin Head, Footer und Post Injections. Aufpassen damit, nicht zu viel da rein zu peppen, aber wenn es darum geht, irgendein Meta-Tag, das es braucht für eine Verifizierung hinzuzufügen, mache ich das über dieses Plugin. Plugin Nummer 8, bevor wir zu diesem bekannten Plugin Nummer 9 kommen, ist Redirection. Ein kleines, lightweight Plugin. Redirection, das bedeutet Weiterleitung. Darin kannst du ganz schnell Weiterleitungen erfassen. Zum Beispiel hat sich die Adresse einer Seite auf deiner Website verändert und irgendwo im Web bestehen noch Links zu diesem alten Link. Dann kannst du mit diesem Plugin da von diesem alten Link zum neuen Link ganz schnell eine Weiterleitung einrichten. Du kannst auch schöne, hübsche, kleine Links kreieren, zum Beispiel für Affiliate-Links oder für Social Media. Kleine Links wie samsteiner.net/insta und das würde dann weiterleiten zu meinem Instagram. Jetzt Plugin 9 von 19 ist das Plugin. Nein, du brauchst keine weiteren Plugins. Vielleicht brauchst du hier und da noch ein Plugin mehr, aber Plugin 9 ist nein. Plugin 10, nein, 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 nein. Aufpassen mit Plugins. Ganz grundsätzlich solltest du so wenige Plugins wie möglich auf deiner Website haben. Jedes Plugin hat die Gefahr, dass da irgendwelche Sicherheitslücken aufgehen. Auch wenn du updatest, können da Sicherheitslücken drin sind oder sind ziemlich sicher. Und das erhöht die Gefahr, dass irgendwas gehackt wird. Auch bremsen gewisse Plugins deine Website, je nachdem. Kommt ein bisschen darauf an, wie du Optimierungsplugins auch noch einsetzt fürs Caching, aber ganz grundsätzlich, zu viele Plugins können alles ein bisschen zu langsam machen. Das ist nicht gut für dich, für deine Lesenden und schlussendlich findet das Google auch nicht gut aus diesen Gründen. Also, meine große Empfehlung, nur so viele Plugins wie möglich. Wenn dir solche Videos gefallen, gib mir einen Daumen hoch. Wenn du Fragen hast, gerne unten in den Kommentaren. Abonniere diesen Kanal für weitere Tipps und Tricks rund um deine Website und das Web.